Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karen Golz und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los! Heute habe ich die liebe Andrea Kögler zu Gast. Andrea ist Humanphysiotherapeutin und auch Pferdeosteopathin. Sie hat sich auf gesundes Reiten spezialisiert und insbesondere kümmert sie sich da um den so wichtigen Reitersitz. Und sie ist auch lizenzierte Reitlehrerin, Trainer C, klassisch barocke Reiterei und Trainer B, Dressur FN. Für alle, die ein Absetzer oder ein junges Pferd an ihrer Seite haben, ist diese Folge besonders wichtig. Oder für die, die damit mit der Idee spielen, sich so ein Pferd jetzt gerade anzuschaffen. Also hört gut zu. Wir wollen heute darüber sprechen, wie Fohlen aufwachsen sollten. Hallo, liebe Andrea. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, liebe Karin. Und freue mich auf das Gespräch mit dir. Ja, Andrea, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, weil ich ein Video gesehen habe, wie dein junges Pferd, inzwischen ist die liebe Maika ein Jahr alt, mit deinen anderen Pferden frei im Wald zwischen den Bäumen herumgehopst ist. Und mir ist sofort das Herz aufgegangen, weil ich gedacht habe, ja, genau so soll das sein. Jetzt ist das aber ganz oft eben nicht so. Da kommen wir gleich zu. Aber wir fangen mal ganz von vorne an. Genau. Es gibt ja immer mehr Menschen, die wirklich die schöne Idee haben, das Pferdeleben von Anfang an mit zu begleiten. Also die wirklich sagen, ich möchte auch von Anfang an alles richtig machen und deswegen hole ich mir ein Fohlen und nicht schon einen dreijährigen oder fünfjährigen Angerittenen, sondern ein Babypferd. Alles richtig machen, ein unverdorbenes Pferd übernehmen und hinter dieser romantischen Vorstellung steckt aber ganz viel Arbeit und es funktioniert leider ganz schnell dann nicht, wenn man nicht das ausreichende Wissen darüber hat, was alles wichtig ist. Und deswegen besprechen wir jetzt von Anfang an, wie ist das eigentlich der richtige Zeitpunkt für die Geburt des Fohlens und warum das so wichtig ist für die ganze spätere Entwicklung. Sag doch mal was dazu. Oh ja, also vielleicht kann ich einfach kurz am Rande sagen, ich bin jetzt kein Pferdezüchter, aber mache mir natürlich aus osteopathischer Sicht auch Gedanken darüber, was für ein junges Pferd schön und gut ist. Und aus meiner persönlichen Sicht finde ich es schön, wenn die Fohlen geboren werden in das Frühjahr hinein, also eine schöne Wetterzeit, dass sie möglichst bald raus können oder das Glück haben, wie unser Fohlen, draußen geboren zu werden und nie eingesperrt sein zu müssen, dass sie sofort soziale Kompetenzen üben können und ihr Bewegungspotenzial üben und entfalten können. Das finde ich für ein Jungpferd super. Und wenn die so ganz zeitig im Jahr geboren werden, ist ja oft das Wetter schlecht. Dann will man das junge Pferd mit der Stute ja noch nicht rausbringen. Das hat sicher andere Vorteile, wenn die so zeitig geboren sind. Aber ich glaube, für ein Fohlen und die Natur meint es ja auch gerne so, dass die ins Frühjahr hineingeboren werden, in das frische Futter, dass reichlich Ernährungsmöglichkeiten da sind. Das finde ich super und dass sie eben gleich in die Bewegung starten können, draußen in der Natur. Das finde ich natürlich aus meiner Sicht sehr ideal. Genau, also inzwischen ist es ja so, dass die Geburten durch die menschliche Hand quasi gesteuert werden. Und es gibt tatsächlich Interessen von Züchtern daran, dass Fohlen am Anfang des Jahres geboren werden, weil sie dann einen Vorteil haben, wenn sie, weiß ich nicht, dreijährig vorgestellt werden, dass sie dann schon ein bisschen weiter sind als andere Fohlen, die erst vielleicht 4 oder 5 Monate später auf die Welt gekommen sind. Das ist Züchter- und Wettbewerbsinteresse, aber nicht Pferdeinteresse. Ne? Weil die Reize, die auf Muskeln, Sehnen, Bänder, Gelenke, auf die ganze Knochenstruktur ausgeübt werden, wenn die Pferde tatsächlich im Auslauf sind, das ist halt so wichtig für die spätere Entwicklung. Und deswegen ist es halt auch ganz wichtig, dass wir dahin gucken, wann ist eigentlich unser Pferd geboren.
Deine Maika ist ja bei dir geboren, Ja. auf dem Hof. Erzähl doch mal, wie das war. Das war ja am 19. Mai im letzten Jahr. Ja, das war sehr witzig. Also die Stute hat noch nichts weiter angezeigt. Also es war klar, dass um diese Zeit herum das Fohlen geboren werden soll. Und natürlich haben wir geschaut, hat sie Euter, sind vielleicht Harztropfen da, müssen wir sie separieren von der Gruppe, dass sie in Ruhe alleine gebären kann, oder lassen wir sie in der Gruppe. Also wir haben da viel abgewogen. Und an dem 19. Mai, da hat die Stute keinerlei Anzeichen von irgendwas gegeben, also habe ich sie nochmal auf eine kleine Koppel gebracht. Und ich war arbeiten, mein Mann war arbeiten, und nachmittags um 4 bekamen wir einen Anruf: Du Andrea, bei dir liegt ein Fohlen auf der Wiese. Gott. Ja, da hat sich die Stute gedacht: Wunderbar, kein Mensch vor Ort, das ist ein guter Zeitpunkt, nachmittags um 4 das Fohlen mitten in der Herde auf die Welt zu bringen. Also es hat alles sehr gut funktioniert. Die Herde war auch sehr freundlich zu dem Fohlen. Also es waren Idealbedingungen, das muss man auch sagen. Und also wenn in der Herde ein Pferd dabei ist, was vielleicht nicht so sozial nett ist, dann könnte das durchaus sehr schwierig sein. Aber da hatten wir echt an allen Zipfeln Glück. Und da ist die Maika ja quasi wirklich auf der Wiese, mitten in ihrer Herde, in der sie jetzt eben lebt und aufwachsen darf, geboren. Das war schon ein bisschen witzig, ja. Also das heißt, auch mit der Nachsorge hattet ihr nichts zu tun, kam dann trotzdem ein Tierarzt oder wenn nichts ist, braucht auch kein Tierarzt zu Nein, kommen. also wir sind dann natürlich nach Hause gekommen. Netterweise hat jemand aus dem Ort in der Zeit geschaut. Und bis wir zu Hause waren, war das Fohlen aufgestanden, hat schon das erste Mal gesoffen, also hat auch das Euter wunderbar gefunden, gar keine Probleme. Und dann haben wir sie quasi zurückgebracht auf die Koppel, wo ein Unterstand ist. Die Nachgeburt sah super aus. Da haben wir natürlich geschaut, dass das alles schön glatt ist und dass das alles hervorragend ist. Und dann war nichts weiter vonnöten. Also ich habe mich dann nochmal abgesprochen mit dem Tierarzt und das war alles supidupi. Und dann konnte das Leben starten von der kleinen Maus. So, jetzt hast du ja gesagt, dass du kein Züchter bist, also kein Genau. niemand, der professionell und mit Verkaufsabsichten Pferde vermehrt, sondern das war ein Herzenswunsch. Wie war das für dich in der Vorbereitung? Wie viel musstest du dich selber schlau machen? Wie viel wusstest du? Was war das für eine Aufgabe für dich, dich auf diesen Neuzugang vorzubereiten? Von wo an genau meinst du jetzt, von dem Gedanke, die Stute zuzulassen, Ja, bis zur also Geburt? wenn ich habe sowas noch nicht selber mitgemacht und ich müsste mich jetzt zum Beispiel so mit jemandem wie dir oder mit einem Züchter unterhalten, auf was ich alles achten muss, wie ich vielleicht auch die Stute zufütter, was ich machen muss im Falle einer Schwierigkeit bei einer Geburt. Da hast du doch bestimmt im Vorfeld die Gedanken zu gemacht. Ja, also es fängt ja schon an, dass man sich überlegt, mit wem passt das Pferd denn gut zusammen. Da bin ich nicht so fit, das ist mein Mann, der ist da. Dem sein Züchterherz schlägt damit und der schaut dann schon immer, was könnte wie passen. Und im Zuge, also die Stute, wo die Maika jetzt raus ist, die ist besamt worden. Das würde ich jetzt aus heutiger Sicht auch, wenn das möglich ist, würde ich die Stute eher zum Hengst bringen, weil ich finde, dass das für die Stute schöner ist und das ist irgendwie, macht den Prozess für mich runder. Also die Stute ist beim Hengst, der Hengst deckt die Stute, das ist ja irgendwie so gedacht von der Natur. Das würde ich heute also eher in diese Richtung machen, aber wenn man eben einen Hengst auswählt, der keine Ahnung wo steht, dann ist das mit dem Besamen sicher auch verständlich. Und viele haben ja auch Sorge, dass dann im Natursprung irgendwas passiert, ne? Dass die Ja, es ist Stute den Hengst schlägt oder der Hengst genau. rabiat ist und dann Verletzungen passieren. Aber da muss man halt das eine gegen das andere abwägen, ne? Ja, also ich meine, ich finde, wenn ich über Zucht nachdenke, dann finde ich, ist es ja irgendwie schön, wenn man ein bisschen in der Natur bleibt, wenn das irgendwie geht. Also die Vollblutzüchter, für die ist das ja ganz wichtig. Es gibt nur einen schnellsten, deswegen muss die Stute zum Hengst. Da gibt es ja gar keine. Also wenn dieses Pferd auf die Rennbahn soll, dann muss es im Natursprung gedeckt worden sein, sonst
gibt es gar keine Möglichkeit. Also es gibt ja auch solche Interessen, die durchaus verständlich sind. Ja, und Also dann das sind wird es ja auch durchgezogen und klappt ja dann absolut, auch. ja, genau. Also Aber wenn das. man natürlich von Totilas 100.000 Nachkommen haben will, dann geht das nicht. Dann wäre Dann ja, geht es nicht. Genau. er lebt ja jetzt auch leider nicht mehr oder vielleicht auch ein Glück, das arme Ja. Pferd. Aber ja, dann sind halt wieder monetäre Interessen da vorherrschend und dann ist das mit der Natur, wird dann das hinten angestellt, ja. Ja, also das fand ich eher, also ich für mich einfach hab das nicht als angenehm empfunden, dass quasi die Tierärztin in das Pferd reingreift und die jetzt sagt, so, ich führe dir jetzt dann Sperma ein. Also irgendwie war das für mich befremdlicher, auch wenn ich nachvollziehen kann, dass man das so ist. Aber man kann ja viele Dinge verstehen, muss sie aber trotzdem ja nicht für gut heißen für sich selber. Genau. Und für mich selber würde ich es eben jetzt eher anders gestalten und die Stute eben eher zum Hengst bringen, weil ich das natürlicher finde, genau. Und wenn das alles klappt, dann muss der Tierarzt sicher nochmal schauen, ob das jetzt funktioniert hat, dass die Stute tragend ist. Und dann finde ich es eben schön, wenn man nicht so oft dann reinguckt, ist da noch das Fohlen drin und sehe ich dieses, jenes, welche, sondern ich fand das jetzt schön, dass es relativ natürlich geht. Also wir haben geguckt, die trägt, gut. Und dann haben wir abgewartet und haben die Stute eben beobachtet. Du hast ja auch gefragt nach dem Füttern und ich gucke halt, meine Pferde stehen viel Tag und Nacht auch draußen. Und wenn die Wiese gut genug ist und die Stute sehr gut aussieht, dann habe ich jetzt auch außer Mineralfutter nichts weiter zugefüttert. Weil es sah wunderbar aus und dann denke ich, muss ich ja nicht noch mehr reinstecken. Die wird dem Fohlen schon alles gut geben. Also und deswegen habe ich da jetzt nicht 1000 Futtermittel noch gekauft und Stutenstarter und Fohlenstarter und weiß nicht was, sondern habe das, also ich habe versucht, mit wachem Verstand mein Pferd anzuschauen und entsprechend zu reagieren, wenn ich sehe, dass eine Notwendigkeit besteht. Genau, halt einfach, ich schaue mein Pferd an und sehe, es geht ihm hervorragend, es hat glänzendes Fell. Der Futterzustand ist super. Und da habe ich eben gedacht, okay, dann, wenn der sich verändert hätte, dann hätte ich eingegriffen und hätte sie zusätzlich gefüttert. War aber glücklicherweise nicht notwendig. Die Stute sah immer sehr gut aus. Wir wollen ja heute auch so detailliert über diesen ganzen Prozess sprechen, um die Menschen, die mit diesen Gedanken spielen, sich für diesen Weg zu entscheiden, sensibilisieren darauf, worauf sie schauen sollen, ne? Also die Fütterung der Stute und auch das in der Zeit, wo die Stute das Fohlen säugt, ist halt ganz essentiell, damit auch das Fohlen die nötigen Vital- und Mineral- und Stoffe, Spurenelemente und so weiter, was es alles braucht für ein gesundes Wachstum, bekommt, ne? Also da ist es ganz wichtig, auch im Zuchtbetrieb mal zu gucken, was wird da eigentlich gefüttert, wo stehen die Pferde, was kriegen die hochwertiges Heu oder kriegen die vielleicht einfach nur, damit sie dick und rund werden, irgendwelche Silageformen und dann wundern sich die Menschen, wenn die kleinen Babys mit komischen Fehlstellungen auf die Welt kommen, ne, und wissen gar nicht, wie da ein Zusammenhang hergestellt werden kann. Jetzt, wenn wir jetzt das Fohlen gut auf die Welt gebracht haben, dann wächst es bei der Mutter auf und dann kommt ja schon die nächste Diskussion, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, das Fohlen abzusetzen? Da gibt es ja bei Stuten und bei Hengsten auch unterschiedliche Zeitpunkte in der Natur, in der Herde. Wie hast du das gemacht? Wobei, es ist ja nicht abgesetzt, die ist ja immer noch in ihrer Gruppe, ne? Ja, also ich habe die Stute gut beobachtet und also ich fange mal von da an, wo du aufgehört hast. Also ich habe das Fohlen nicht geboren, die Mutter hat das Fohlen gesäugt und dann ist das ja auch so in der Natur, dass am Anfang die Fohlen besonders viel von der Stute bekommen und über die Zeit, wo die noch an der Mutter sind, wird ja die Stutenmilch weniger und die von den Inhaltsstoffen geringer. Dann, das Fohlen nimmt ja mehr und mehr Gras mit auf und geht auch Wassersaufen und so weiter und so fort. Und da habe ich jetzt bei unseren Pferden, also zum Ende
des Säugens sozusagen, dann habe ich der Stute zugefüttert, weil man ihr dann deutlich angesehen hat, dass das Fohlen sie Kraft kostet. Und das Fohlen habe ich genauso betrachtet wie die Stute, solange das sehr gut aussah und das Fell schön war und es gut gewachsen ist, habe ich es nicht zugefüttert. Das habe ich erst gemacht in der kalten Jahreszeit, damit die genügend Energie haben, um sich gut zu versorgen und weiter ihren Spieltrieb und was auch immer so ein junges Pferd eben hat, aufrechtzuerhalten, dass sie immer noch genügend Bewegungsfreude hat. Und dann die Frage nach dem Absetzen, das haben wir natürlich auch, was machen wir nicht, können wir das der Stute antun oder nicht, oder wie machen wir das? Und dann haben wir gedacht, also vielleicht regelt es die Stute selbst. In der Natur ist es ja einfacher, wenn die Stuten tragen, dann setzen die ja so 2 Monate, bevor das neue Fohlen kommt, selber ab. Das ist ja jetzt bei uns nicht der Fall gewesen. Und deswegen, also wir hatten jetzt quasi den Fall, unsere Stute war dieses Jahr im Frühjahr, hatte die eine kleine Erkältungskrankheit und da haben wir sie von der Gruppe separiert. Also die standen Zaun an Zaun, haben sich gesehen, aber damit die einfach besser sich zurückziehen kann und erholen kann, haben wir die da separiert und in der Zeit hat der Milchfluss geendet. Das war quasi wunderbar. Wir haben die Stute dann gesund wieder zurückgelassen und dann waren sie immer noch nebeneinander, aber das Säugen hatte somit ein Ende. Das fand ich super, praktisch einfach. Ich habe aber jetzt von einem gehört, der züchtet schwere Warmblüter und der lässt die Stuten so lange säugen, bis die Stuten absetzen. Und der hat gesagt, am längsten hat es gedauert manchmal, da waren die Fohlen 2 Jahre dran, aber dann hat die Stute irgendwann hat die Stute gesagt, stopp. Also das muss man dann sicher auch abwägen, wie die Stute aussieht, wie man das Pferd dann auch, wenn die Stute ein Reittier ist oder wenn man sie reiten möchte, dann muss man vielleicht dann gucken, ob man da vielleicht unterstützt, dass der Milchfluss eben schneller zum Stocken kommt, dass die Stute nicht ganz und gar ihre Reserven hergibt. Also ich glaube, das ist ein bisschen individuell abzuwägen. Ja, toll, wenn man die Möglichkeit hat, das so zu beobachten. In den meisten Zuchtbetrieben ist das ja eine wirtschaftliche Entscheidung, ne? Dann wird das Fohlen mit Absolut. 6 Monaten künstlich oder gewaltsam abgesetzt, muss man ja einfach so sagen, weil die Natur würde das zu diesem Zeitpunkt noch nicht machen. In der Natur sind die ja durchschnittlich 12 bis 18 Monate schon am Säugen. Hengstfohlen werden vielleicht schon mal eher vom Leithengst dann ausgeschlossen. Aber die Stutfohlen, die dürfen oft so lange bei der Mutter bleiben. Für die Fohlen ist ja auch das Suchen nach dem Gesäuge also sie versuchen ja auch Sicherheit zu bekommen bei der Stute und man beobachtet Absolut. bei zu früh abgesetzten Fohlen ja auch, dass sie bei anderen, auch bei Wallachen, dann nach dem Gesäuge suchen, weil sie einfach Schutz brauchen. Ne? Und der psychologische Effekt dahinter oder die Auswirkungen, die darf man eben auch nicht unterschätzen. Und deswegen an dieser Stelle an die Pferdebesitzer, die junge Pferde haben, schaut mal dahin, wann das Pferd abgesetzt wurde, wie das gemacht wurde, fragt ruhig mal oder guckt euch den Zuchtbetrieb an. Und dann kann man vielleicht die eine oder andere Verhaltensweise des jungen Pferdes nochmal überdenken und überlegen, ob man da vielleicht dieses Trauma, was das Pferd erlitten hat, anderweitig auflöst. Ne? Da haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man hingucken muss. So, bei dir ist das ja alles so gelaufen, wie die Natur das möchte. Wann hast du denn mit dem berühmten Fohlen-ABC angefangen? Also im Grunde genommen ist die ja geboren und von dem Tag an haben wir jeden Tag ja da und haben die angepasst und haben auch sehr zeitnah begonnen. Also ich glaube, die erste Woche haben wir uns so gefreut, wie süß die ist und haben sie nur angeguckt und gestreichelt und uns gefreut, was das für ein Wunderwerk ist. Und dann haben wir begonnen. So freiwillig, wie es irgendwie geht, kam ich mal mit einem Halfter und habe probiert, irgendwie auf dieses kleine Köpfchen meinen Halfter anzuziehen, dass er so langsam sich so daran gewöhnt. Also wirklich, es ging so nebenher fast.
Fast unmerklich, aber dennoch habe ich immer wieder mal eine Intervention gemacht. Also habe mal einen Halfter angezogen. Dann habe ich am Halfter irgendwann angefangen, mal so die Idee zu geben, kannst du mitkommen? Dann habe ich mal die Beine angefasst und angefangen, die Beine aufzuheben. Also das lief so einfach so im täglichen Umgang mit den Pferden, dass ich, kann ich sie überall berühren, dass sie anständig zu mir ist, dass sie frühzeitig lernt, dass man mit dem Mensch anders umgehen muss wie mit Pferdekollegen. Und dann habe ich natürlich geguckt, was mag sie besonders an Bewegungen oder an Kraulstellen und habe ihr dann natürlich auch, damit sie mich gut überall berühren lässt, ab und zu mal eine Stelle gekrault, wo sie selber nicht so gut rankommt. Und also das lief so fast wie nebenbei. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt, wie wenn ich zu einem Pferd zum Reiten gehe, heute übe ich mal die Traversale, weil die gestern nicht gut lief, sondern so das tägliche Miteinander, das so nahezu unmerklich. Okay, jetzt habe ich sie mal angebunden und eben am Anfang Halfter anziehen, anbinden, daneben stehen, sie probiert aus, okay, das geht nicht, wieder losmachen, loben. Und das so allmählich ausgebaut. Also da war auch mein Hänger verladen mit dabei. Dann ist sie halt einfach, also der Hänger stand mit auf der Wiese und dann ist halt irgendeines der Pferde rein, da ist sie mal mit rein, hat sich das mit angeschaut. Also es lief wirklich so nett nebenbei, wenn man das so sagen kann. Es natürlich war mir bewusst, jede kleine, also jede 2 Minuten, die ich investiere, habe ich ja später wieder. Ich fange ja nicht an, mit so einem Fohlen eine halbe Stunde zu arbeiten. Das könnte ja gar nicht. Also, dass ich wirklich sage, okay, 1 Minute, super. Und vielleicht, wenn ich mit den anderen Pferden fertig war, bin ich eben nochmal zu ihr hin, nochmal Halfter anziehen, nochmal Hinterbein aufheben, nochmal das Bein ein bisschen länger oben halten. Also, dass es wirklich so ein Prozess ist, dass die merkt, der Mensch kommt, der fasst mich an, der rahmt mich auch manchmal ein und bedrängt mich sozusagen in meiner Bewegungsfreiheit. Aber der Mensch lässt mich auch wieder los, sodass sie immer einen positiven Effekt davon hat. Das finde ich wichtig. Weil das habe ich ja dann ein Leben lang wieder, dass sie immer merkt, der Mensch macht was. Der macht auch mal was, was mir als Pferd nicht gut gefällt. Aber ich bin danach wieder frei. Das ist ein kurzer Moment. Das kann ich überstehen. Das kann ich verstehen. Also darum ging es mir vor allem, dass sie es versteht. Und dann kann sie wieder vogelfrei über ihre Wiese rennen. Also so sukzessive. Ja, und dass das so wichtig ist, das spielerisch in den ersten Monaten nebenbei, so wie du sagst, zu machen, darüber kann ich leider auch Erfahrungsberichte liefern, wenn das nämlich nicht passiert und du anfängst, das Fohlen-ABC mit einem Einjährigen zu üben. Dann ist natürlich die Situation, ja, dann hat es meistens einen Grund, warum jetzt plötzlich der Huf gehoben werden soll, weil der Schmied jetzt kommen muss. Und dann ist es halt ein bisschen spät. Und dann kann man das natürlich weiterhin spielerisch probieren, aber dann sitzt meistens schon ein richtiger Grund dahinter und dann wird es halt ja, auch für das Pferd nicht mehr so angenehm spielerisch. Deswegen machen wir das am liebsten nebenbei, wenn die noch Babys sind und keine Angst haben. Ist dir schon mal was passiert, wo du gedacht hast, obala, jetzt sind wir dabei an unsere Grenzen gekommen oder das war jetzt gefährlich oder da hat das Pferd, das war zu viel Druck oder das Pferd hat es nicht verstanden? Also bestimmt, weil ich bin ja auch ein Mensch und mache auch meine Fehler. Jetzt lass mich kurz überlegen. Ah ja, und zwar habe ich ja gerne oder ich bin in der luxuriösen Lage, dass ich mit dem Fohlen ja oft ausreiten war, mit der ganzen Herde. Also ich habe quasi alle Pferde genommen und wir gehen ausreiten und dann kann die an Stellen bei uns im Gelände, wo das möglich ist, freilaufen. Und irgendwann habe ich eben angefangen, die Gruppe in kleinere Teile aufzusplitten und dann das Fohlen irgendwann mal nicht mehr mit der Mutter mitzunehmen, sondern mit anderen. Und das war so, glaube ich, mit einer der ersten Versuche, als ich das gemacht habe. Dann habe ich meine 2 Wallache genommen und das Fohlen und bin losgeritten. Und da war sie, die ist also eigentlich die ganz witzig und die hat draußen viel Bewegungsdrang und dann quiekt sie so fröhlich vor sich hin und zieht mal in den Strick. Und da habe ich nicht mit gerechnet und da ist sie los und ist quasi weggaloppiert in Richtung Heimat.
Das war quasi so von mir blöd gemacht. Es ist nichts passiert. Sie ist eine Runde galoppiert. Ich konnte sie vor der Straße rechtzeitig einsammeln. Es war alles in Ordnung. Ist nichts schiefgegangen. Also, das war so, ja, okay. Von mir einfach hätte ich mehr Zeit genommen und wäre ich vielleicht spazieren gegangen, hätte sie geführt, die Wallache geführt, die Stute geführt, dann wäre das sicher nicht so weit gekommen. Genau. Und dann habe ich eben das nächste Mal einen Schritt zurück, okay, nochmal Wallache, Fohlen führen, kleine Runde hin, kleine Runde zurück, okay. Also, Ja, sehr gut. ja, dann ist es ja sinnvoll, das Thema nochmal in die Hand zu nehmen und zu sagen, kann ich es in einem kleineren Rahmen nochmal nachbereiten, dass das Pferd eine sinnvollere Erfahrung damit hat, damit es nicht lernt, sich loszureißen, zum Beispiel. Das finde ich eine ganz wichtige Aussage, weil es gibt Leute, die trauen sich, bestimmte Sachen nicht zu machen, weil sie eben so viel Angst haben, etwas falsch zu machen, ne? Und dass wir wirklich sagen, zu diesem Prozess gehört Fortschritt und Rückschritt, das gehört halt zusammen. Und wir sind da nicht frei davon. Wir probieren Dinge aus und dann kommen wir zu dem Schluss, vielleicht war es ein bisschen zu früh oder zu schwer. Und dann haben wir die Möglichkeit, das zu korrigieren und dem Pferd das nochmal anders oder besser oder leichter zu erklären. Aber wir wollen nicht vor lauter Angst, dass wir was falsch machen, nicht raus oder nicht mit dem Reiz konfrontieren. Und das ist natürlich abhängig von der Erfahrung, wann man entscheidet, den Reiz auch zu erhöhen oder die Aufgabe zu erhöhen. Kannst du aus der Beobachtung deiner kleinen Stute sagen, die gibt mir ganz genau ein Zeichen, wann sie wieder bereit ist für den nächsten Schritt, oder probierst du einfach auf gutes Geheiß sozusagen? Also beides sozusagen. Warte ganz kurz. Ich habe, also im Gelände hat sie ja oft die Möglichkeit, freizugehen. Und dann, also bei uns werden gerade neue Hochspannungsmasten gebaut, was nicht sehr schön ist. Aber dann habe ich auf einer Wiese zum Beispiel plötzlich eine Straße aus Metallplatten oder Aluplatten. Und dann gehe ich mit meiner Gruppe da drüber und halte meine Pferdehärte dort an. Und dann hat sie quasi Zeit, dorthin zu gehen, das anzuschnuppern, mal dran zu kratzen und ihre Erfahrung damit zu machen und dann damit rumzuspielen. Also es ist eher auch wieder wie mit dem Fohlen-ABC. Die anderen zeigen ihr, guck mal, das könnte man damit machen. Und dann kann sie ihre Ideen damit entwickeln. Oder ich habe bei mir, wenn ich ins Gelände gehe, ein kleines Bächlein. Das war so ziemlich das Erste, was sie lernen musste. Sie musste mit durch das Wasser laufen. Also gehe ich mit meiner Herde natürlich, die kennen das ja alle, ins Wasser und lasse meine Pferde dort stehen und warte, bis das Fohlen kommt, sich das anschaut und überlegt, was es jetzt mit dieser Situation anfangen kann. Also ich musste sie nie so unter Druck setzen oder irgendwo auch beim Hufe machen. Das macht netterweise mein Mann, der ist da gut weitergebildet. Der hat dann eben mal den Huf aufgenommen, einen Raspelstrich gemacht und hat sie in Ruhe gelassen. Also, dass sie halt wirklich viel Zeit hat, so kleinschrittig, oder wenn sie, also Dinge zu verstehen zu lernen. Das, also finde ich ganz super. Und also das Einzige, wo sie manchmal, also wo ich vielleicht mal sowas Ähnliches wie einen Druck machen muss, ist, ich führe sie irgendwo hin und sie sagt, ich habe keine Lust. Dann muss ich eben mal kurz ziehen, bis sie wieder kommt, um sie dann loben zu können und zu sagen, guck, Zug bedeutet, komm mit. Das ist ja manchmal notwendig, dass ich sie irgendwo hinführen muss, wo sie vielleicht gerade nicht Lust hat, mit hinzugehen. An dieser Stelle kann man ja nochmal den Hinweis geben, dass alles, was die Pferde bei uns im domestizierten Umgang machen müssen, also am Anbinder stillstehen, macht ja aus Pferdesicht erstmal gar keinen Sinn, oder geführt zu werden, macht aus Pferdesicht auch erstmal keinen Sinn, weil das instinktive Verhalten ist, erstmal gegen den Druck zu gehen, ne? Also die Fohlen müssen lernen, dass wenn Druck kommt, dass das bedeutet, ich komme mit und nicht, dass das bedeutet, ich muss dagegen gehen. Und das wissen viele nicht, weil viele Menschen Pferde kaufen, die das schon alles können. Und es gibt tatsächlich Leute, die denken, das Pferd ist so geboren, dass es am Anbindeplatz stillstehen können muss. So. Und wenn es nicht stillsteht, dann ist das doof. Oder
Ja. ungehorsam oder Ja. zickig Genau, oder genau. frech oder was weiß ich. Aber Ja. nein, es kann sein, dass das Pferd einen Grund hat, warum es jetzt da so rumtänzelt und dann muss ich mich damit beschäftigen. Pferde, die das natürlich quasi mit der Muttermilch gelernt haben, bei den anderen Pferden abgucken konnten oder so behutsam daran geführt wurden, sind da natürlich klar im Vorteil. An dieser Stelle auch nochmal die kleinen Schritte erklärt. Also ich sage zu meinen Schülern immer, denk dir aus, wie kleinschrittig du diesen Prozess unterteilen kannst. Und wenn du fertig bist, denk nochmal kleinschrittiger. So. Ja, Und genau. ne, wenn du wirklich deine Fantasie gar nicht mehr reicht, wie du es noch kleiner machen kannst, dann bist du vielleicht an dem Punkt, wo es fürs Pferd verständlich wird, weil wir denken oft in viel zu großen Schritten, weil wir Genau. uns nicht in das Pferdehirn Und genügend viel hineinversetzen. zu schnell, finde ich auch, weil die Pferde, also meiner Erfahrung nach, die denken, die brauchen Zeit zum Nachdenken und das dauert oft viel, viel länger, als ich als Mensch das oft mit meiner, denke ich, ja, okay, 10 Sekunden Pause reichen, ist ja für ein Pferd oft nicht ausreichend, dass sie auch später als Reitpferde Zeit brauchen zu verarbeiten. Also als Fohlen ist ja jetzt wirklich, dass ich sage, ich binde sie eine Minute an und lasse sie los und sie hat anbinden gelernt. Oder ich führe sie von der Herde weg, was ja völlig für ein Pferd nicht logisch ist, von seiner Herde wegzugehen. Also führe ich sie natürlich nur mal 5 Meter weg, dass sie vielleicht kurz den Sichtkontakt verliert und dann lasse ich sie zurück, um das dann Meter für Meter auszubauen, wie sie das lernt. Genau, weil das es gibt ganz viele Dinge, die aus Pferdesicht auch ganz schnell existenziell bedrohlich erscheinen. Ne? Ja, Wir eben. denken, also du bist ja jetzt nur 10 Meter von der Gruppe weg und die Ja. Pferde denken, ich bin ab jetzt alleine und damit werde In ich als Gefahr. erstes gefressen. Ja, Ja, genau. richtig. Und auch das hat damit zu tun, sich mal mit dem Thema Gehirn eines Fluchttiers auseinanderzusetzen und Verständnis dafür zu haben. Ja. So, jetzt hast du sie schon wirklich einmal von der Gruppe getrennt? Also, okay. Genau. Mit wie vielen Monaten hast du das erste Mal gemacht? Ach, das ist wieder so eine Frage. Gute Frage. Also ich weiß, dass ich jetzt gezielt sie immer mal einzeln rausnehme, dass sie von der Gruppe getrennt ist. Ich kann dir leider jetzt nicht mehr genau sagen, wann ich das erste Mal gemacht habe, aber sicher, also ich sag mal, seit sie ein Jahr ist. Also ich glaube, vorher habe ich sie nicht ganz alleine weggenommen, weil es war nicht notwendig. Und jetzt denke ich halt, es ist gut, wenn sie jetzt so langsam lernt, auch mal alleine eine kleine Strecke schon mit mir mitzugehen. Also, und das heißt, also ich habe angefangen, Koppel auf, Fohlen raus, Koppel zu, einmal hinter die Hecke, dass sie die Pferde nicht sieht, umgekehrt, Pferd wieder rein. Also einfach, dass sie auch Spaß und Freude hat, mit mir mitzugehen und keinen Stress empfindet. Boah, wenn die mit dem Halfter kommt, das wird jetzt stressig für mich. Dann lässt sie sich ja sicher, also kann man ja so machen, dann merkt man ja schnell, die Pferde lassen sich dann nicht mehr fangen. Wenn die sehen, man kommt mit dem Halfter, dann nehmen die ja schon Reißaus, weil der Reiz zu hoch war. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wir gehen eben mal vor die Tür und gehen wieder rein. Und ja, also ich habe jetzt schon quasi eine Runde gemacht, die quasi vielleicht schon 800 Meter umfasst, also schon eine Riesengeländerrunde. Aber sie ist, also ich gucke halt einfach, ist sie stressfrei, ist sie mir zugewandt, fängt sie an, öfters an Umdrehen zu denken und dann gucke ich, dass ich sage, okay, jetzt ist die Grenze erreicht und dann fange ich an, eben beizudrehen und zu sagen, okay, bis dahin geht heute. Und das kann, also ich glaube, das ist vielleicht auch noch wichtig. Es ist nicht jeden Tag, dass es weitergeht. Wir haben ja ein Fluchttierpferd. Und was weiß ich, was heute Nacht an der Stelle passiert ist, wo sie jetzt umdrehen will. Die nehmen das ja wahr, wenn dort was Schlimmes passiert ist. Keine Ahnung. Ein Fuchs hat einen Huhn gefangen dort. Das nehmen die Pferde ja auch sehr bewusst wahr. Und dann kann es sein, ich komme an der Stelle eben nicht vorbei. Gut, dann komme ich eben an der Stelle heute nicht vorbei, vielleicht übermorgen. Ja, sehr guter Punkt. Und du wirst ja
wahrscheinlich auch sehr deutlich den Unterschied der Konzentrationsfähigkeit bei Ja, deinen Pferden festgestellt haben. absolut. Bitte erklär uns ganz genau, wie lange ein Fohlen mit 6 Monaten, 8 Monaten oder 12 Monaten sich konzentrieren kann. Also natürlich, je älter die werden und je mehr ich das trainiere, umso länger wird es. Wenn ich mich nicht mit dem Pferd befasse, dann fange ich mit 12 Monaten eben mit einer Konzentrationszeit vielleicht von 5 Minuten an, dann können die nicht mehr. Und da ja aber unser Fohlen jeden Tag so kleine Kontakte hat, schafft die vielleicht schon mal 10 Minuten sehr konzentriert am Strick zu gehen. Also das ist schon gut möglich. Mehr muss sie nicht. Also an einem guten Tag schafft sie vielleicht auch eine Viertelstunde. Und damit bin ich sehr glücklich und zufrieden. Dann lasse ich sie auch wieder in Ruhe. Das Ja. ist halt so ein wichtiger Punkt, dass wir da nicht von uns ausgehen oder Ja. denken, es gibt ja in den Köpfen so diese 1-Stunden-Regel, auch wenn man reitet oder mit dem Pferd arbeitet, machen die Leute das ja meistens 1 Stunde lang und vergessen, dass je nach Tagesform, nach aktuellen Geschehnissen, nach dem, was das Pferd sonst noch verarbeiten musste, dass das Pferd das gar nicht schafft von der Ja, das stimmt. Konzentration. Und Absolut. je jünger die sind und je weniger trainiert, umso weniger. Und dann ist vielleicht eine Ja. Minute schon lang. Und für uns ist Ja. natürlich als Mensch in diesem hektischen Leben ist eine Minute ja nichts, ne? Eben, Aber ja. für das Pferd ist eine Minute manchmal ganz schön lang. Ja. Also das bedeutet ja vielleicht auch für die Leute, die jetzt ein Jungpferd kaufen, dreijährig, und das am Putzplatz stehen haben und geputzt haben, dass das wahrscheinlich für den Tag, für dieses junge Pferd schon mehr als genug Input ist. Also das ist, glaube ich, auch was die meisten Menschen gar nicht so auf dem Schirm haben, dass die jungen Pferde, die ja bis sie 3 waren, vielleicht eine tolle Herdenzusammensetzung hatten, aber keinen großen menschlichen Kontakt, dass die das gar nicht leisten können, sondern dass die vielleicht wirklich ein Jahr brauchen, um sich daran zu gewöhnen, dass ein Mensch kommt, dass der eine Anfrage stellt, dass sie sich auf andere Dinge konzentrieren müssen, dass sie weg müssen von ihrer Herde. Und dann müssen sie auch noch einen Reiter irgendwann irgendwo hintragen, auf eine bestimmte Weise. Das sind ja Riesenanforderungen, die wir so selbstverständlich von unseren toll gezüchteten Pferden abverlangen, die das ja brav auch machen. Und da denke ich, ich befasse mich gerade mit Magen und Darm, dann denke ich mir, die armen Pferde, die zeigen ja oft auch nicht ihre Schmerzzeichen. Und so viele Pferde, die mit Magengeschwüren schon 14 Tage nach dem Absetzen von der Stute unter ihren ersten Magengeschwüren leiden, das haben die meisten Menschen ja auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Wie schlimm dieser Bereich, die Pferde ja dann zusätzlich noch, also neue Reize, dann haben sie Bauchschmerzen, die sie uns nicht zeigen. Und dann müssen sie brav ihren Job machen. Und das machen sie ja auch noch. Das ist ja das Verrückte, dass man vielleicht da auch ein bisschen genauer hinschauen darf. Und da vielleicht ein bisschen sensibler hingeht, dass ein Pferd von seinem Verhalten nicht ähnlich ist wie ein Mensch von seinem Verhalten. Weil wenn wir beide jetzt miteinander reden, ist ja klar, ja, okay, wir besprechen jetzt, ich spreche, du wartest, bis ich fertig bin und umgekehrt, das ist klar. Aber für ein Pferd sind solche Regeln ja nicht heute geklärt und auch die nächsten 2 Jahre gültig. Das ist ja bei einem Pferd auch nicht so. Das finde ich auch vielleicht wichtig, dass die Leute nicht immer davon ausgehen, das habe ich doch aber letzte Woche mit dem geklärt. Wieso weiß der das heute nicht mehr? Ja, weil es ein Pferd ist. Weil der anders agiert als wir Menschen. Das finde ich auch persönlich, so mit meiner Kundschaft fällt mir das oft auf, dass sie da so ungeduldig sind und das nicht verstehen, dass ein Pferd so anders ist als wir Menschen. Wir werden aber das nur, also nur ein gutes Miteinander haben, wenn wir uns da weiterbilden, ne? Absolut. Und wenn wir auch das nachfragen, dass Pferde so aufwachsen und gehalten werden, ne? Und nicht einfach das hinnehmen, nur weil die Zucht so ist und weil das immer schon so gemacht wurde. Wir sind ja heute in einer wirklich privilegierten Lage, dass Wissen zugänglich ist, ne? Wir können natürlich in die Bibliothek gehen und uns die Bücher raussuchen, aber wir können auch übers Internet sehr schnell an Wissen gelangen. Wir können uns in Kursen
fortbilden, die wirklich sich spezialisiert haben auf einen Themenkomplex und da gezielt Wissen aneignen. Und es gibt eigentlich keine Entschuldigung mehr zu sagen, ja, habe ich mich nicht mit beschäftigt, dann, Ist schon immer so. ja, oder es war schon immer so, und dann dicke Backen machen, wenn die Pferde irgendwie komisches Verhalten zeigen. Ne? Das ist immer, gehören immer zwei dazu, ist leider so. Ja. Jetzt ist meine Frage, und das ist jetzt gar nicht so eine Frage an dich, weil du wirst sie wahrscheinlich auch nicht beantworten, aber können. Aber so, lass uns doch mal darüber diskutieren und spekulieren, warum es so wenig Menschen interessiert, wo ihr Pferd aufgewachsen ist, warum immer noch viel mehr auf den Stammbaum geguckt wird. Und ich sage jetzt mal ketzerisch, was nützt mir die tollste DNA vom Superhengst Tutilas, wenn mein Superpferd in den ersten 3 Monaten aufgewachsen ist, was zur Degeneration fürs ganze spätere Leben beiträgt? Warum gucken die Leute nicht hin? Warum gucken sich die Zuchtstätten nicht an? Warum wollen die nicht wissen, wie die ersten Jahre ihres Fohlens abgelaufen ist? Ja, das ist sicher eine gute Frage. Also mir fällt dann so als erstes sicher ein, der Profit. Also dass die Menschen halt sagen, ich habe ein tolles Pferd, mein Haus, mein Auto, mein Pferd. Ich habe ein Pferd mit dem Papier und mit dem Papier kann ich dann mal das reiten. Also ich glaube, es kommt sicher so ein bisschen Statussymbol bei manchen. Bei manchen, die einfach sagen, na, ich muss ein gutes Papier haben, das überhaupt, ich will Dressur reiten, also brauche ich auch ein Dressurpferd. Das höre ich auch oft, wo ich mir immer denke, es ist ja ein Pferd und so mäßige Übung ist ja Gymnastik, also sprich eine gute sportliche Einheit für mein Pferd und das ist egal, welche Sportart ich mit meinem Pferd betreiben will. Ich glaube, da wird auch gerne geschaut, naja, ist halt nur für das. Das wäre halt so. Und dass die Leute halt sagen, naja, aber der TÜV hat ja gesagt, der sieht gut aus und dass sie gar nicht weiter nach hinten schauen, um zu, vielleicht ist es auch bei vielen Menschen, dass die gar nicht durchblicken, was es bedeutet, wie ein Pferd aufgewachsen ist, wo ein Pferd aufgewachsen ist. Ich glaube, viele Menschen stellen sich diese Frage gar nicht, weil sie wollen ja jetzt ein reitbares Pferd kaufen. Also das wären jetzt so Sachen, die mir so über den Weg gelaufen sind schon oft und wo ich mir vorstellen kann, dass Leute gar nicht so lange dahinter nachgraben, sondern sie haben sich jetzt verliebt. Dieses Pferd muss es jetzt sein. So, egal. Gibt es ja auch oft. Und es ist auch mühsam. Also wenn ich jetzt überlege, Ja. ich kaufe mir zum Beispiel ein 14-jähriges Pferd, mit ganz viel Glück passt der Pass zum Pferd. Ne? Gibt ja auch Pässe, die. Und dann ist das Ja. Pferd vielleicht schon durch 3 Hände gegangen. Dann gelingt es mir vielleicht noch, den Vorbesitzer ausfindig zu machen, den Vorvorbesitzer vielleicht schon nicht mehr. Und viele, in dem Pass steht ja auch nicht drin, wo das Pferd geboren wurde. Also in meinem, glaube ich. Züchter. Der Züchter steht Genau. normalerweise drin. Okay, so, und dann müsste man ja vielleicht sich die Mühe machen, mal zum Züchter zu fahren. Also in meinem Fall kann ich vielleicht kurz erzählen. Ich habe ein Pferd in Barcelona gesehen und ich kam, sah, er siegte, sagte ich immer. Und ich habe mich auf die Spurensuche gemacht und mein Pferd ist auf Mallorca geboren, in Manacor, in dem Ort. Und ich bin da tatsächlich, habe das mit einer Urlaubsreise verbunden und bin zu seiner Geburtsstätte gefahren. Und ich war sehr erfreut über das, was ich da gesehen habe, weil mein Pferd ist in einer großen Gruppe in Pinienwäldern mit später dann großen Jungpferdegruppen durfte es seine ersten 2 Jahre verleben. Danach war es dann nicht mehr so lustig. Also dann kommen die Pferde halt in die jeweiligen Verkaufsstelle. Dann ist halt gerade für Hengste ist dann nicht mehr so schön in Spanien und wahrscheinlich auch woanders auch. Aber die ersten 2 Jahre, die waren gut. Und das hat mich sehr beruhigt. Wenn ich das anders gesehen hätte, dann hätte ich natürlich auch nichts mehr dran ändern können. Aber ich hätte vielleicht im Nachhinein bei aufkommender Problematik hingucken können und Zusammenhänge herstellen können und vielleicht besser problematisches Verhalten oder gesundheitliche Schwierigkeiten angehen können. Ne? Und das, was du sagst, die Magengeschwüre, die schon die kleinen Absätze haben,
Die gehen weg vielleicht, manchmal bleiben sie aber auch, ne? Richtig. Und die verursachen ganz große Probleme, also Folgegesundheitliche Probleme, Rittigkeitsprobleme und Ja, bis zu Gegenwehr gegen einen linken Schenkel zum ja. Beispiel, beim Gurten, diese Gurtenzwang, Ja. nicht mehr mit satteln wollen, die linke Seite nicht gut biegen können. Also ich glaube, dass jemand gesagt hat, die links hohlen Pferde nehmen zu, je mehr Stress die ausgesetzt sind. Also weil links, die machen sie dann eben kürzer, weil da die Magenseite ist, um ihre Schmerzen dort zu vermeiden. Also je mehr Stress einem Pferd ausgesetzt ist, also schlechte Haltung, schlechtes Futter, schlechtes Training. Und schlechte Haltung ist nicht immer nur eine Box, also ein Boxennachbar, der zum Beispiel nicht dazu passt, macht ja Stress. Das Futter passt nicht, also lange Fresspausen. Das ist ja auch immer noch an vielen Stellen, dass die Pferde ja nicht zu dick werden dürfen und deswegen Fresspausen haben. Das ist ja auch nicht super gesund. Und es ist auch nicht jeder Offenstall ja das Ideal. Das wäre ja einfach, wenn man sagen würde, gebe ein Pferd in den Offenstall. Aber da muss ja auch alles passen für das Pferd. Wow. Also, wenn es so einfach wäre, da wäre es ja einfach. Ja. Ja. Also mein Mann sagt immer, wie kann es sein, dass ein Pferd so ein fragiles Wesen überlebt? Und dann muss man sagen, naja, aber in der Natur, in der natürlichen Herdenkonstellation, in einem Gebiet, wo Futter zur Verfügung ist, wo Zähne physiologisch und Hufe physiologisch abgenutzt werden, da sind die schon echt robust. Aber da, wo der Mensch bestimmt, wie es fressen, sich bewegen, mit welcher Gesellschaft es zusammen sein soll, da wird es schwierig. Und dann kommt die Fragilität der Pferde halt ganz klar zum Vorschein, ne? Und dann sind die viel krank und überleben erstaunlich trotzdem lange für das, was sie so durchleiden, ne? Ja. Jetzt hast du ja sehr schön beschrieben, was du alles spielerisch mit deiner jungen Stute machst. Das tust du nicht, weil du damit Geld verdienen willst, sondern weil es deine Herzensangelegenheit ist. Aber du tust es und es ist viel Arbeit. Und mir begegnen immer wieder Leute, die nicht verstehen können, warum ein Pferd, was noch nichts kann, so viel Geld kosten soll. Erzähl doch mal, warum, was so ein Dreijähriger eigentlich kosten müsste, wenn wirklich bezahlt wird, dass man mit ihm so umgeht und er einen richtig guten Start ins Leben bekommen hat. Ja, also da wären die Preise sicher ab 10.000 aufwärts, weil schon allein das Futter kostet ja. Und wenn die Pferde menschlich gut sozialisiert sind, dann ist das ja ein riesen zeitlicher Aufwand. Und jemanden, der vielleicht arbeiten geht und sagt, naja, also er möchte schon auch ein gutes Geld verdienen, das ist für den ja selbstverständlich. Und wenn jemanden ein Pferd pflegt, dann ist es ja anscheinend nicht selbstverständlich, dass dafür Arbeitszeit ja aufgewendet werden muss, dass ein Pferd so gut funktioniert, in Anführungszeichen. Also dass es halfterführig ist, dass man es anbinden kann. Vielleicht, also ich habe schon von einem Stall gehört, die züchten Haflinger und die haben jedes Haflingerfohlen jeden Tag angebunden, Hufe aufgehoben und einmal in der Woche wurden die verladen. Das ist ja ein Wahnsinn. Und was kostet denn ein Haflinger? Also es ist ja unbezahlbar, was dieses Jungpferd lernen durfte und in sein Leben mitnehmen darf, was der Mensch sich da an Ärger spart. Also wenn man das hochrechnet, keine Ahnung, dann müsste der Haflinger dreijährig sicher 7, 8, 10.000 Euro kosten, dass nur die Kosten gedeckt sind. Also sicher, ich habe es jetzt nicht genau überschlagen, aber ich denke, so Pi mal Daumen sollte das in etwa hinkommen. Ja. Ja. Krass, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, Hunde, bestimmte Rassen, kosten ja auch viel Geld. Es gibt Rassen, da zahlst du 3000 Euro für einen 8 oder 9 Wochen alte Welpen. Und da hat der Züchter 4 Wochen was gemacht, weil in den ersten 4 Wochen macht die Mutter das ja und dann hat die vielleicht kein. Und der kriegt für die 4 Wochen schon so viel Geld. Und wir fangen an, bei den Ja. Pferden zu diskutieren über solche Preise. Und das kommt natürlich auch, weil der Markt so voll ist mit diesen Pferden zu diesen Preisen und der Mensch irgendwie das Gefühl hat, Ein Billigpferd kaufen zu müssen. ja.
An dieser Stelle nochmal der Hinweis: Das Pferd kostet ab dem Moment, wo es bei dir ist. Der Anschaffungspreis kannst du eigentlich direkt Ja. vergessen. Aber dennoch, ich zahle doch lieber 10.000 Euro dafür, dass ich einen guten Start hatte und vielleicht später weniger Tierarztkosten, weil Hufe sich gut entwickelt haben. Und das Pferd Gelenken, vielleicht, nein, Knochen, Sehnen, genau, Bänder. alles super. Und statt wenig und dann habe ich die Kosten nach hinten raus. Ja, kann man stundenlang drüber reden, aber ich glaube, wir haben heute ganz gut vermittelt, warum es wichtig ist, wenn ich mich entscheide, ein Babypferd mir anzuschaffen, es von Anfang an alles richtig machen möchte, komme ich nicht umhin, mich selber fortzubilden, genau hinzugucken. Und das, was wir heute angekratzt haben, wirklich zu vertiefen, damit es das Pferd gut hat, weil das ist ja unser Ziel. Wir möchten ja, dass das Liebste, was wir dann an unserer Seite haben, gesund und glücklich ist. Genau. Ja. Ja. Liebe Andrea, vielen Dank für deine Informationen. Ich wünsche der lieben kleinen Maike alles Gute und ich bin gespannt auf weitere Videos, Ja. wenn der kleine Hoppel weiter durch die Welt. Ich meine, du bist natürlich privilegiert und Absolut. in einem Gebiet, wo das Absolut. möglich ist, ne? Ja, Das gar muss man. keine Frage. Das darf man schon dazu sagen, dass das ja nicht überall so möglich ist, ein Pferd im Wald frei laufen zu lassen oder auf einem abgemähten oder abgeernteten Feld einfach mal, dass es frei und wild galoppieren kann. Da weiß ich schon, dass das sehr privilegiert ist. Ja. Durchaus. Aber man Aber kann ja. lieber dahin gucken und sagen, da möchte ich hin, als dahin gucken, wo gar nichts geht und sich damit zufrieden geben. Ne? Also, ja. Absolut. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und wie gesagt, wünsche alles Gute und sag für heute Ja. Tschüss. Vielen Dank, liebe Karin. Hat mir großen Spaß gemacht. Und dann sage ich auch Tschüss, einen schönen Tag.